Hallo und herzlich willkommen, Leute. Und zwar spielen wir Spec Ops The Line. Und ich hoffe, ihr werdet mich auf meiner Reise hier begleiten. Als Schwierigkeitsgrad nehmen wir den normalen. Dann schauen wir mal, ob es ein Intro gibt. Ich werde den Kerl nicht los, Walker. Langsamer durchhalten! Hast du den Verstand verloren? Schau mir! Das war nicht der letzte! Ich sehe sie! Okay, wir können jetzt hier mitmischen. Achso. Ich muss gedrückt halten. Wir jetzt tot. Also ich habe mal die Klappe gehalten, weil es war ziemlich laut und ich konnte ihr Dauerfeuer machen. Schauen wir uns mal diese idyllische Landschaft an. Oder ist Szenerie. John Conrad der beste Offizier, den ich kenne? Ich weiß nicht. Damals in Kabul hat er meinen leblosen Körper einen Kilometer zum Rettungshubschrauber geschleppt. Ich bin vielleicht voreingenommen. Aber die Fakten lügen nicht. Der Mann ist ein verdammter Held. Damals die ersten Stürme in Dubai habt ihr wahrscheinlich daheim gemütlich im TV verfolgt. Conrad führte die Damned 33rd aus Afghanistan raus. Aber statt heimzufliegen, meldete er sich mit seiner ganzen Truppe zur Evakuierung. Schätze, ihr habt nur gespendet. Es heißt, Conrad erhielt Order abzuziehen. Er verweigerte den Befehl und die 33. hielt zu ihm. Es ist immer noch nicht so recht klar, was dann passiert ist. Sicher ist nur, die Stürme wurden schlimmer. Immer schlimmer. Die letzte Nachricht aus Dubai besagte, Conrad führe einen Tross Überlebender aus der Stadt. Das war vor 6 Monaten. Dann, vor 2 Wochen, fingen wir diesen Funkspruch auf. Hier spricht Colonel John Conrad. Der Versuch einer Evakuierung, du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Verluste. Hey, Cap! Captain Walker! Was gibt's, Logo?
Es gibt ein Problem, Sir. Geht's um die Mission? Nein, Sir. Dann wende dich an den Lieutenant. Verstanden. Lieutenant Adams? Was gibt's, Sergeant? Wie ist Ihr Status? Status ist wund, Sir. Wund, Sergeant? Ja, Sir. Feinkörniger Gegner ist in US-Gebiet eingedrungen. Bekannt als meine Hose. Sir. Klappe, Idiot. Gentlemen, willkommen in Dubai. Yep, immer noch tot. Werden wir sehen, Sergeant. Hast du das Funksignal geortet? Ja, Sir. Etwa 800 Yards entfernt. Also 800 Yards, bis wir sehen, wer mehr Scheiß redet. Du oder die Aufklärung? Wow. Wäre ich nicht so eine Killermaschine? Wäre ich jetzt verletzt? America, fuck yeah. Okay, denk daran, das hier ist ausgewiesenes Niemandsland. Das heißt, wir sollten nicht hier sein. Alles streng nach Vorschrift, okay? Aber klar doch. Okay, in Deckung gehen. Zielvorrichtung checken. Okay, hier haben wir einen Tutorial-Abschnitt. Nein, alles okay. Gut. Geht das ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wow, weil es nicht aus der Ego-Sicht ist? Was in Dubai passiert, bleibt in Dubai. Los, suchen wir einen Weg nach unten. Alles klar. Das ist also übrig von der 33. Der Stab sieht das anders, sonst wären wir nicht hier. Hey, hier ist dein Seil. Dann wollen wir mal. Gehen wir halt hier runter. Hui! Es reicht, Logo. War nur ein kleiner Spaß, Boss. Lass den Quatsch. Konzentrier dich auf die Mission. Was für eine Mission denn? Wir fühlen hier einem toten Hund den Puls. Unsere Befehle sind klar. Wenn wir wen finden, hauen wir sofort ab. Das Hauptquartier schickt die Kavallerie, wir fliegen heim. Okay. Hey, habt ihr das gehört? Ich hab nichts gehört. Willst du uns verarschen? Wie kannst du sowas fragen? Da ist keiner, Mann. Klingt wie der Funkspruch. Ha. Könnte schwören, ich hab wen gehört. Kommt, bringen wir's hinter uns. Hey, ist da wer? Ist da jemand? Vergiss es. Da ist niemand. Und was wollen wir dann hier? Lugo hat schon recht. Bist du jetzt auf seiner Seite? Wo er recht hat, hat er recht. Hey, der Stab sagt, ihr seht euch um und das tun wir. Ich weiß nicht. Nicht gerade ein Job für drei eiskalte, super gut aussehende Delta-Operators wie uns. Ja, gut aussehen tun wir schon. Also ich bevorzuge Strände mit einem sexy Lady zu Leichenverhältnis von 3:1. Lugo, hörst du dir eigentlich selbst mal zu, wenn du so einen Scheiß redest? Nein, tue ich nicht, Sir. Das würde mich nur aus dem Konzept bringen. Zu viele. Wir kehren um. Hier spricht Colonel John Conrad. Ich hab so ein Gefühl, man beobachtet uns. Gut, man soll ruhig sehen, wie sexy ich im Job rüberkomme. Der Versuch einer Evakuierung, hier scheint's zu sein. Du weißt, war ein kompletter Fehlschlag. Ja, das ist es. Was soll das jetzt heißen? Das ist ein Notrufsender, aber kein militärischer. Das hier wird sehr viel gelabert. Und von wem? Keinen blassen Schimmer. Verdammter Mist. Walker, sieh dir das mal an. Blut. Ganz klar Blut. Oh, Scheiße. So könnte man das auch sagen. Die Leiche sieht frisch aus. Ist sie auch. Einer von der 33. Wer hat das getan? Jedenfalls sieht er nicht besonders. Dieselben, die uns hinterhergeistern. Ah, das war nicht die Frage. Keine Sorge. Ich schätze, das finden wir schnell raus. Mein Name ist Captain Martin Walker. Wir suchen nach Überlebenden. Warum? Um uns auch zu töten. Was, Junji? Mein Kaffee ist am Rollen.
Oh. Flüchtlinge! Überlebende des Sturms! Ist doch gut. Wir sollten den Stab anfunken und Bescheid sagen. Nur zu! Die hören bestimmt auf zu hören, damit du telefonieren kannst. Wo. Rücke aus! Feind ist tot! Da links über die Düne kommt noch mehr! Das stimmt. Nice. Rücke vor! Oben auf dem Bus! Schalt ihn aus! Da? Sie sind dazwischen, Deko! Legt ihn um! Oh, verstanden, ich leg ihn um! Feind am Boden! Er kommt zu mir aus dem Frachtcontainer! Rüber zu dem Container! Okay, dann gehen wir da mal rüber. Walker, die Tür! Yes, Mother! Ich keine Munition mehr. Scheiße! Sohn einer Hure! Hallo! Umschalt links. Okay. Ich denke, wir sollen hier Menschen retten. Ich spiele das Spiel zum ersten Mal drin, habe ich noch keine Ahnung von der Was Störung. Das? Ich empfange einen Notruf. Lass mal hören. 33. Hier Alpha Patrol. Werden angegriffen. Ich wiederhole, sind von Rebellen umzingelt. Brauchen sofort Hilfe. Scheiße! Marston hat's erwischt! Wir brauchen Hilfe! Lugo, Distanz! Circa 100 Meter entfernt! Los, kommt! Vorsicht, Kontakt! Feuert auf das schwere MG! Okay, greif ins Gesichtswechsel! Erledigt! Hab ein! Auf dem Schuppen! 12 Uhr! Was für ein Schuppen? Da drüben! Hinterher! Ich glaube, ich muss niesen. Oh, sorry, Leute. Wir müssen in Deckung gehen! Hier lang. Mayday, hier Alpha Patrol. Erbitten sofortige Unterstützung. Hört uns jemand? Alpha, wenn ihr mich hört, wir sind unterwegs zu euch. Scheiße. Gott sei Dank. Ich glaube, Marston ist tot. Sind Sie verletzt? Ist noch jemand bei Ihnen? Wir sind zu viert. Alles okay, aber uns geht die Munition aus. Lang geht das nicht mehr gut. Gut, haltet durch. Wir sind gleich da. Wie sieht's aus? Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Fuß im Ziel. Danke, neutralisiert! Zieh den Arm aus! Da kommt eine Schuss! Handfläche! Ich bin fast leer, muss nachladen! Okay, es hat jetzt nicht so funktioniert. Mir kann's ehrlich sagen.
Der hat auch irgendwas von Schalldämpfern gelabert, aber... Unsere Jungs sitzen im Rumpf fest. Jetzt warte mal, wir schnell einen Schluck trinken. Die haben uns noch nicht entdeckt. Wir sollten Schalldämpfer nehmen. Gute Idee. Kill sie, bevor sie uns sehen. Ja, zieh ich Schalldämpfer. Wer lesen kann, ist ein Vorteil. Hey, was ist los? Ziel ist tot. Ziel gut gemacht. Eliminiert. Los, weiter, aber unauffällig. Halt den Deckung. Alles klar. Und jetzt, Kameraden. Scheiße, Feind, Kontakt! Hab einen! Vorsicht! Schrott für den Anmarsch! Nach und nach gibt mir Deckung! Sie wird bewaffnet! Oh, Scheiße, da kommt noch mehr aus dem Heck raus! Hinter dem Gepäck! Nagelt ihn fest! Vielleicht eine neue Waffe, weil meine M4 leer ist. Hattest du was Cooles? Lade nach, deck dich! Da! Hey, hier rüber! Haltet sie an! Verdammt! Los, Feuer! Aufpassen, da kommt eine Schrotflinte! Tango neutralisiert! Tango erledigt! Vorsicht, sie kommen näher! Seid achtsam, die könnten überall sein. Wo seid ihr? Ja. Los, Mann, ich geb dir Deckung. Kommen, haltet durch. Jetzt war ich verwirrt. Nur eine Shotgun. Exekution. Neutralisiert. Wir haben dich befreit. Schnell, sag was, Boss. Er stirbt uns. Wir helfen Ihnen. Halten Sie durch, ja? Lasst mich. Sie haben McPherson. Ihr müsst ihn finden. Klar, aber Sie müssen mir sagen, wohin er gebracht wurde. Sie haben ihn ins Nest gebracht. Wo ist das Nest? Ins Nest, gut. Und was ist mit Conrad? Ist er am Leben? So eine Scheiße. Lugo, markier die Leichen auf dem Tag. Adam, such draußen nach Spuren. Ich möchte wissen, was in dieser Stadt los ist. Eine Menge Spuren Richtung Norden. Dann folgen wir ihnen. Wir sind schon coole Schweine. Ich will ja nichts sagen, aber das ist nicht direkt unsere Mission. Die wurde in dem Moment zur Rettungsaktion, als wir ermordete US-Soldaten gefunden haben. Befehlsverweigerung, cool. Was sollen Befehle, wenn dadurch Kameraden sterben, Lugo? Wenn Conrad noch lebt, wovon ich ausgehe,
würde er sicher dasselbe sagen. Hier enden die Spuren. Ist wohl das Nest. Sehr idyllisch. So postapokalyptisch. Nicht leichtsinnig werden. Die Kerle haben 4 Soldaten getötet und einen weiteren gekidnappt. Gib dich zum Nest. Aber ich würde sagen, hier beenden wir den ersten Part und dann schauen wir mal, wie es beim nächsten Mal weitergeht. Also, tschaußen, Leute.